So, hi Leute, heute habe ich mein neuestes EDC-Messer bekommen. Dieses Mal gab es etwas von extremer Ratio. Das ist das Task C, die Kompaktversion von dem großen Task-Kampfmesser, das leider für Deutschland zu groß ist. Das ist genau ideal, da ist die Klingenlänge 11 cm, geht darum schön unter das Messertragegesetz in Deutschland. Das ist die Version in Schwarz. Es gibt es auch noch in Geokammer und in Stonewashed. In Stonewashed aber nur bei Saartools in Deutschland. Es wird in dieser extrem schicken Kartonschachtel geliefert. Mit silberigem, extremer Ratioaufdruck. Also ist schon fast mehr eine Prägung, wenn man so drüber fährt. Sehr schick. Kann man sicher sehr gut weiterverwenden, wenn man mal einen Messerfreund ein Geschenk machen will. Das Messer selber wird in einen Frischhaltebeutel geliefert. Schön mit extremer Ratioaufdruck. Und dazu gibt es eine Wartungsanleitung und eine Garantie. Die Garantie beträgt für die Scheide 6 Jahre. Die Scheiden genießen eine 6-jährige Garantie ab dem Erwerbsdatum des ersten Erwerbers. Das Messer selber hat eine lebenslange Garantie und, was hier, das finde ich sehr toll, ist, der Schleifdienst ist für die Kunden von extremer Ratio kostenlos. Nur die Versandkosten sind zu Lasten des Kundes. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das Messer auch wieder nach Italien senden, nach Prato, zur Extrema Ratio, und die schleifen es euch dann gratis neu. So, und hier ist die Hauptsache und das Wichtigste, das Task C. Mal zum Äußerlichen. Ich finde die Scheide hässlich. Es ist Geschmackssache. Ich finde aber zu so einem genialen Messer so eine billige Kunststoffscheide. Das nennt sich Automatikscheide. Passt irgendwie nicht. Das Taglock wiederum ist sehr genial. Das werde ich weiterverwenden für ein anderes Messer. Die Scheide selber tritt gleich die Rente an, weil das Messer eine schicke Lederscheide bekommt. Die Klingenform nennt sich Reverse Tanto, ist so ähnlich wie ein Santoku Kochmesser aufgebaut, hat Serrations und ist aus Böhler N690er gefertigt mit einer Rockwell-Härte von 58. Die Klingenlänge ist 11 cm. Das Messer selber wird insgesamt angegeben mit 21, also bei meinem Hersteller lesen wir es auf der Homepage. Wenn ich es nachmesse, sind es aber 21,5 cm. Die Klingenstärke am breitesten Punkt beträgt 6,3 mm und am dünnsten habe ich vorhin mal, schauen wir da mal nach, unter einem Millimeter an der Spitze. Der Griff ist aus Vorpren gefertigt, das ist eine Gummivariante, liegt sehr gut in der Hand, auch dank der Fingermulde hier. Man kann es auch schön vorgreifen, dank dem Fingerjoil hier. Und da kommt dann die Daumenriffelung auch schön ins Spiel. Gibt guten Grip, wenn man mal schnitzen will oder ähnliche Arbeiten verrichten. Die Klinge ist schwarz beschichtet nach Militärstandard 13.924. Was es genau ist, kann ich euch nicht sagen. Schaut euch mal im Internet nach. Dort sollte das sicher stehen. Gewicht. Nach Hersteller ist es 200 Gramm. In der Realität sind es 230
3 Gramm ohne Schale. Mit der Schale sind es 328, also ein schön leichtes, aber extrem stabiles Messer. Machen wir ein paar Schneidetests. Das übliche Papier ist ein bisschen tricky, weil das sah auf dem Bild nicht so aus, aber die Serrations kommen extrem weit nach vorne. Man hat nur hier vorne eine extrem kurze Klinge. Macht das Ganze ein bisschen tricky. Ja. Die Schärfe überzeugt mich so nicht gerade, muss ich jetzt zugeben. Da hatte ich schon schärfer als Art of the Box. Das ist, ja. Ich würde jetzt gerne sagen, yeah, es ist absolut genial und extrem scharf, aber das ist nicht extrem scharf. Kann man sich damit überhaupt rasieren? Mit viel gutem Willen geht auch das Rasieren sehr gut. Der Test ist definitiv eine Nullnummer. Rasieren geht, Papier irgendwie nicht, keine Ahnung wegen was. Machen wir doch gleich mal mit dem Karton weiter. So, nachdem der Papiertest irgendwie fail war, aber das Rasieren komischerweise ging, total strange. Versuchen wir es mal mit Karton. Ich habe mir einen schön stabilen Zügelkarton geholt. Das geht wiederum sehr gut. Also da muss man schon zugeben. Ja, außer es sind zwei, dann geht es ja noch nicht. Also. Geht sehr gut. Aber sägen wir das Ding doch mal ein bisschen. Na, wenn ich mal so ein bisschen Spiel habe, dann geht es auch. Also man erwischt den Griff. Schaffen wir echt einen Durchzug. Naja, das sind die Serrations, wie man sehr schön ist im Karton aus. Ja. Eigentlich wollte ich den noch für am Wochenende, für die andere Review brauchen, den Karton, aber holen wir uns halt einen neuen. Thank you.
schon Laune. Funktioniert so irgendwie auch sehr gut. Wenn man ein bisschen Zug drauf bringt, ein bisschen Druck. Dann fällt der Karton in Fetzen. Heute Wohnung aufgeräumt, als ich aus dem Spital zurückgekommen bin. Jetzt sieht es schon wieder aus wie im Schweinestall. Die Beschichtung leidet ein kleines bisschen darunter. Keine Abriebspuren, aber man sieht so die Kartonschlitze schon sehr gut auf der Klappe. Das ist aber irgendwie bei all den Beschichtungen, die ich habe, so, dass man die Kartonspuren extrem, Karton, Papier und so extrem gut abgekommen sieht. Das war's nun wohl für den Zügelkarton. So. Kartonschnipsel à la extrema ratio. Mal schauen, wie es mit der Schärfe aussieht. Rasieren geht immer noch super. Glatt wie ein Babypopo, ne, vorne ein bisschen. Ja. Das Rasieren geht. Warum das mit dem Papier nicht funktioniert? Karton geht gut, Rasieren geht gut. Dann versuche ich es mit Papier und kann es nicht durchziehen. Es ist nervend, wenn man das ausdrücken will. Das ist ein geniales Messer. Macht Karton, Schnipsel wie wild. Rasiert. Aber einen einfachen Papiertest versagt es. Komische Welt. So, Fazit. Ein geniales Messer. Schön klein und kompakt. Liegt gut in der Hand. Ist nicht sehr preiswert, muss ich zugeben. Kostet in Deutschland 190 Euro, in der Schweiz 191 Schweizer Franken. Kommt in einer hässlichen Scheide in meinen Augen, was aber nur ein wirklich kleines Problem ist, weil es sehr gute Lederscheidenmacher gibt. So, kurze Review, kurzer Kartonzerstörungstest mit dem Extrema Ratio Task C. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt,
oder Fragen, schreibt sie ruhig unten in die Kommentarbox. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.